Zuerst legst du den Eid ab. Ich schwöre, alles in meiner Macht Stehende zu tun, um die Stadt zu schützen. Ich schwöre. Dabei. Ich könnte ein Lagerfeuer machen. Und herzlich willkommen zurück zu Spider-Man Miles Morales und jetzt wechseln wir mal den Strom. Nicht gut, der Schalter hat keinen Strom. Der ganze Block ist dunkel. Vielleicht kann ich von der Feuerleiter aus irgendwas sehen. Okay, aber sei vorsichtig. Ich glaube... Von hier aus kommt man niemals zum Transformator. Außer man ist super klebrig. Ja, schön Schnee, ne? Sind noch andere Gebäude dunkel? Leute auf dem Dach. Ich kann da nicht drauf. Ja, betrifft den ganzen. Ja, ich gehe schon in diese Leitungen nach. Nicht aus dem Fenster sehen, nicht aus dem Fenster sehen. Ob man jetzt draußen was machen kann? Hoffentlich. Die Warmhalteplatten können das Weihnachtsessen auch nicht retten. Bioelektrizität hilft gegen Rhino. Aber rettet sie das Weihnachtsessen? Ich glaube schon. Hat geklappt. Oh Mann, das Licht ist hell. Daran habe ich nicht gedacht. Ich muss so schnell wie möglich rein. Manchmal geht mir die... Ab, Genki. Komm schon, Genki. Ist Miles noch draußen? Moment! Oh. Wie wär's mit einem Foto? Was, jetzt? Ja, naja, schöne Momente soll man festhalten. Warten wir nicht auf Miles? Nein, er hasst Fotos. Okay, alle nah zusammen. Spaghetti! Tolles Foto, tolles Foto. Oh, hey, Miles! Wer hat Hunger? Setzt euch schon hin. Ich mach das. Riecht gut. Finn, erzähl uns doch mal, was du so machst. Bist du immer noch im Robotikclub? Das nicht mehr. Aber ich studiere Biotech in meiner Freizeit. Nerd. Ah, sagt der Typ, der immer mit Krawatte zur Schule geht. Hey, immer nur dienstags. Arbeitet dein Bruder Rick noch bei Roxxon? Ich weiß wirklich nicht, wie irgendwer nach ihrer letzten Wahlwerbung noch da arbeiten kann. Die hat Simon Krieger echt schwer getroffen. Oh, da fällt mir ein. Genki, du kennst dich doch mit den sozialen Medien aus. Kannst du für die Kundgebung morgen Werbung machen? Ja, um Mitternacht wissen es alle. Manchmal glaube ich, Simon Krieger selbst ist mein Gegner. Roxxon hat hier so viel Einfluss, aber sie hören leider nur auf ihre Aktionäre. Harlem braucht jemanden, der für das Viertel kämpft. Das ist Moms Wahlredestimme, falls dir das nicht klar ist. Wollen Sie das lesen, bevor ich es poste? Ja, noch nicht abschicken. Also, was ist mit dir los? Was meinst du? Du wirkst irgendwie abwesend. Willst du darüber reden? Nicht heute. Es ist Weihnachten. Hey, wie kommst du mit eurem Umzug zurecht? Ach, ist schon okay. Ach, du hast es. Nee. Das ist deine, ich hasse es, aber ich sag's nicht, Stimme. Nein,
Ich kenne hier halt niemanden und ich muss dauernd Leute nach dem Weg fragen. Wichtig ist ein gutes Restaurant und ein Friseur und ein Platz für Basketball. Hey, das wird schon. Wollen wir uns morgen vielleicht mal treffen? Ich meine, nur wir beide? Musst du nicht lernen? Es sind Winterferien. Die Hausaufgaben verschiebe ich einfach auf nächste Woche. Okay, ich schreib dir. Das Date steht. Ich meine, kein Date. Naja, ein Freunde-Date. Immer noch genauso wortgewandt wie früher. Miles! Bist du wach? Nein. Okay, ich habe an einer App für deinen neuen Anzug gearbeitet. Der hat ein total irres OS, sowas kannte ich gar nicht. Aber ich hab's durch einen Disassembler gejagt, um an die Plug-in-Architektur zu kommen und... Du bist wieder eingeschlafen, oder? Miles! Bin wach. Die Kompilierung ist gleich fertig. Danke. Bereit für meine neue App? Ja, Mann. Dann mal los. Hab Zugriff auf die Analysedaten. Machen wir einen Testlauf. Okay. Ich sehe alles, was du siehst. Wie kommt's, dass du nicht auch kotzen musst? Ganz viel Übung. Willkommen bei Freundliche Nachbarschaft 1.0. Damit können New Yorker Hilfe anfordern und aktuelle Verbrechen melden. Schickes Menü. Danke. Oh, da! Jemand bittet um Hilfe. Die Anfrage kam von einem Aaron Davis. Ja. Moment, was? Das ist mein Onkel. Weiß er, dass du Spider-Man bist? Nein, das muss ein Zufall sein. Ich gehe jetzt zur U-Bahn-Station. Danke. Hm. Oh, wie geht das hier? Hallo. Wie kann ich helfen? Ich bin übrigens Spider-Man. Ja, ich weiß. Aaron Davis. Jemand macht sich an den Sensoren zu schaffen. Ich bekomme falsche Daten vom Hauptrelais. Oben auf dem Grand Central. Unterwegs. Halt! Halt! Ja? Wo ist der andere Spider-Man? Oh, er ist im Urlaub. Aber keine Sorge, ich schaff das. Er hat mich definitiv nicht erkannt. Oh, er meldet sich über die App? Hier ist Spider-Man! Hey, ganz vergessen. Gestern gab's einen Einbruch, direkt nebenan bei der Roxxon Plaza. Eine Gruppe namens Underground. Heute Morgen hingen sie an meiner U-Bahn-Station rum. Der Underground. Ist noch irgendwas über sie bekannt? Sie sehen sich selbst als Nachwuchsmafia. Es gibt sie schon länger, aber jetzt haben sie einen neuen Boss. Tinkerer. Tinkerer. Danke für den Tipp. Und, rufen sie Spider-Man öfter? Zu Hilfe, meine ich? Bis zu diesem App-Ding wusste ich nicht, wie ich dich erreiche. Ich habe in den Nachrichten gesehen, wie du Rhino erledigt hast. Da dachte ich, dass du der Richtige bist. Cool. Arbeiten sie... lange bei der U-Bahn? Nee. Erst seit letztem Jahr, als mein Bruder... Wie auch immer. Ich wollte mich verändern und dachte, ich könnte mit diesem Job hier anfangen. Dass die Züge während meiner Schicht ausfallen, macht keinen guten Eindruck. Na, wenn wir das hinkriegen, können Sie Ihrem Chef sagen, dass Sie Initiative gezeigt und die FSDN abgenutzt haben. Das mache ich. Viel Glück mit den Sensoren. Also, Würdet ihr das mit mir machen, wenn ihr Superhelden wärt? Die Sensoren. An dem Ding hängen eindeutig zu viele Kabel. Das stört sicher das Signal. Wo führen diese Kabel hin? Huh.
Warum? Ich muss in diesen Raum rein. Hey! Selber hey! Ich bin hier. Irgendetwas stört die Signalrelais. Krasse Technologie. Es tut mir leid, aber... Die Sensoren laufen wieder. Was hast du gemacht? Mich um den Saboteur gekümmert. Und er scheint sein Spielzeug vergessen zu haben. Hey, ich werde später zurückrufen. Wow. Damit könnte ich bestimmt Pete's Holodrohnen herstellen. Ziemlich einzigartige Frequenz. Vielleicht kann ich die nachverfolgen. Es scheinen noch mehr davon in der Stadt verteilt zu sein. Ja, wenn wir Laufe der Story mal holen. Jetzt nicht. Perfekter Zeitpunkt für die neuen Holodrohnen. So geht das uns an. Ja. Er hat Holotechnologie. Vorsicht! Hey Underground! Ihr trefft uns ein bisschen zu häufig! Mann, die Drohnen waren eine tolle Idee! Ich hoffe, die Züge fahren. Ich sollte mich bei Onkel Aaron melden. Ja? Hey, Mr. Davis, wie sieht es jetzt aus? Ich habe ein Signal, aber keine Züge auf den Gleisen. Beim Betriebshof muss irgendwas passiert sein. Der Underground hatte sich an den Sensoren vergriffen. Nutzt Roxxon die U-Bahn, um Müllformen zu transportieren? Roxxon? Tja, die U-Bahnen sollen Menschen transportieren, keine Fracht. Aber diese Linie wurde erneuert, als die Plaza ins Spiel kam. Sie könnten sie also unter der Hand nutzen. Ich werde das weiterverfolgen. Sie haben meinen Bruder erwähnt. Ist da sonst noch Familie? Hab sie lange nicht gesehen. Ich musste was ändern, hab diesen Job angenommen. Aber sie fehlen mir. Besonders mein Neffe. Wir haben zusammen Beats gemischt. Tja, vielleicht gibt's bald ein Wiedersehen. Mit ihm, der Familie. Hoffentlich, Kleiner. Ja... Ich muss los. Der Underground wartet. Bye. Undercover mit seiner Familie quatschen. Der Underground zerstört alles. Vielleicht kann ich sie leise stoppen. Bye. Sie auseinanderteilen. Hinterer sagte schnell rein, schnell raus. Es braucht seine Zeit, Mann. Was war das denn? Zu viel brutal. Schau mich an, schau mich nicht an. Brutalski. Ja. Ich könnte Pete's Visier mal ausprobieren. Sehr schön. Jetzt kann ich sie aufspüren.
Team am Grand Central hatte Ärger mit dem neuen Spider-Man. Also leg deinen Zahn zu! Ich wusste, ich schaffe das. Können hier ruhig ein bisschen abhängen, oder? Hey. Hey Jaina, wie läuft's? Pause. Was ist denn los Jaina? Mit dem Ding? Mist. Sieh mal jemand nach, ob sie okay ist. Das übernehme ich. Spider-Man! Ich hau kurz mal ab, Leute. Okay. Bin schon da. Du musst schneller sein. Ich spinne dir irgendwie lieber ein, anstatt so ein... Also um Punkt zu machen. Ich wusste, ich schaffe das. Das waren alle. Jetzt die Züge wieder auf die Gleise bringen. Die Steuerung ist vermutlich im Büro. Tinkerer, der Kopf der Gruppe, laut Onkel Aaron. Mann, das Terminal ist hinüber. Ich muss die Züge per Hand wieder auf die Schienen bringen. Oder per Netz. Die Drehplatte da ist gut. Drehplatte drehen, Züge mit Netzen ziehen, sollte klappen. Das klappt. Fast geschafft. Jetzt muss ich vor den Zug. Komm. Das passt so nicht. Hat er gerade gesagt, das passt so nicht? Onkel Aaron will sich wohl tatsächlich mit der Familie aussöhnen. Ich sollte ihm entgegenkommen. Als Miles. Dad hat nie gesagt, was damals vorgefallen ist. Muss schlimm gewesen sein. Schluss ist gut. Jetzt zu den anderen. Der Underground verfolgt Nuform-Lieferungen und legt die U-Bahn lahm. Wollen die verhindern, dass das Nuform die Stadt erreicht?
Oder was? Jawohl. Gut, einer noch. Blockiert den anderen. Ja, das werde ich nicht. Klappt. Die Züge sind auf den Gleisen. Jetzt noch Strom. Die Steuerung hier ist auch hinüber, aber der Generator nicht. Okay, so kann ich die Züge mit Strom versorgen. Vielleicht. Meine Netze leiten Strom. Komm schon, U-Bahn von New York. Jawohl! Hey, Mr. Davis. Hat sich bei Ihnen was verändert? Ihr leuchtet alles wie an Weihnachten. Gut gemacht, Kleiner. Ich helfe gern. Wenn noch was ist, schreiben Sie mir über die App. Moment mal. Ich habe hier eine Kleinigkeit für dich. Nichts Besonderes, aber... Für mich? Ein Dankeschön dafür, dass du meinen Job gerettet hast. Cool, cool. Ich komme jetzt zurück. Was ist das? Hey Miles, bin gerade in Europa gelandet. Wie war Tag 1 als Solo-Spider-Man? Ziemlich gut. Hab eine Verschwörung in meiner Nachbarschaft entdeckt. Klassiker. Hast du schon einen Plan? Ich improvisiere einfach. Du bist ein wahrer Spider-Man. Also, wenn du mich brauchst, ruf einfach an. Oder komm mit dem Flieger. Aber ruf lieber an. Klar, Mann. Oh, und danke für das Geschenk. Ist der Hammer. Hast es dir verdient. Oh, MJ braucht mich. Ich muss los. Bye. Ja. Das braucht der Underground nicht. Alter, seit der U-Bahn-Sache geht die App steil. Du hast so viele Anfragen. Wie, Oh, hier ist von Theo. Was für ein Typ. Oh, das muss ich mir unbedingt ansehen. Jetzt, wo die ganze Stadt auf mich zählt. Wir sind gerade die beliebteste App in New York City. Sieh's dir an, wenn du bei deinem Onkel fertig bist. Er weiß immer noch nicht, wer du bist, oder? Fast hätte ich mich verplappert. Aber nur fast. Ich sehe mir die App an, wenn ich hier fertig bin. Bis später. Diese Schwingen hier auf der PS5 halt viel besser. Also der Controller, der verleiht das irgendwie so. Ich muss Finn anrufen, wenn ich hier fertig bin. Oh, hey, Mr. Davis. Ich bin gleich da. Du musst dich beeilen, Spider-Man. Der Underground ist hier. Sie legen Bomben auf die Gleise. Bomben? Echt jetzt? Deine Reparatur hat ihm wohl nicht gepasst. Ich komme so schnell ich kann. Einen Moment noch. Und nicht rausgehen. Ach ja. Die Probleme kommen selten allein, ne?
muss das beenden. Irgendwie mache ich euch fertig, ne? Gestern findet ihr raus, dass du vom per Zug transportiert wirst. Heute wollt ihr die Züge hochjagen. Warum? Um das Zugvom zu vernichten? Es zu stehlen? Du bist tot! Du hast es geschafft. Die Züge fahren, der Underground ist erledigt. Das war gute Arbeit. Der nächste Zug fährt in 5 Minuten ein. Bitte von der Bahnsteigkante zurücktreten. Der Underground hat meinen Anzug zugesetzt. Vielleicht mal flicken. Und das machen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen und bis zum nächsten Mal. Ciao.